dem kleinen Raum war es ruhig geworden. Es hatten sich mehrere Familienmitglieder des Uchiha-Clans getroffen, unter ihnen auch Madara, Itachi, Izuna und Sasuke Uchiha, die sowieso schon die ganze Zeit über geschwiegen hatten. Madara seufzte leise und fuhr sich durch die Haare. Unsicher musterte er das Mädchen vor sich, die ungefähr genauso begeistert aussah, wie er sich fühlte. Ihre Augen waren ein wenig rötlich, aber das lag bestimmt nicht an ihrem Sharingan, sondern daran, dass sie am liebsten in Tränen ausgebrochen wäre. Für ein paar Sekunden fragte sich Madara, ob er wirklich so ein schrecklicher Mensch war, dass man ihn nicht heiraten konnte. Besonders begeistert war er von der Idee einer Hochzeit auch nicht, aber wenn die Familie das so beschlossen hatte, dann konnte er sich nicht dagegen wehren. Jedenfalls war er der Meinung und seine Verlobte, seit 5 Minuten, war wohl der gleichen Meinung. Madara warf einen Seitenblick auf Itachi und fragte sich, ob er vielleicht nicht doch ganz gut davongekommen war. Das Mädchen vor seinem Cousin war zwar nicht hässlich, sondern im Gegenteil sehr hübsch, aber sie himmelte ihn an wie ein verliebter Teenager. Aus ihren Augen flogen beinahe Herzchen auf Itachi zu, und dem merkte man deutlich an, dass er am liebsten weggelaufen wäre. Und ganz genauso ging es Itachi auch. Am liebsten hätte er sich einfach umgedreht und wäre weggerannt. Diese Frau vor ihm, die ihn jetzt auch noch heiraten sollte, war anscheinend total in ihn verliebt. Hilfesuchend sah Itachi zu Madara, aber der zuckte nur ein wenig mit den Schultern. Was sollten sie denn auch tun? Diese Heirat war eine beschlossene Sache, und sie konnten sich nicht wehren. Bis jetzt hatte sich keiner von ihnen jemals zur Wehr gesetzt. Vater, kann das nicht noch ein wenig warten? Madara und ich müssen bald auf wichtige Missionen, und da können wir uns nicht auf Hochzeiten konzentrieren, versuchte Itachi wenigstens ein wenig Zeit herauszuschinden. Aber Fugaku ließ sich darauf überhaupt nicht ein und schüttelte den Kopf. Nein, Itachi, ich habe mich schon mit dem Hokage unterhalten. Ihr werdet in den nächsten 2 Wochen von jeder Mission entbunden. Eure Hochzeit ist wichtiger. Und diese Doppelhochzeit wird vom Uchiha-Rat schon seit Wochen geplant. Madara senkte den Kopf und nuschelte etwas, das nach »Ich hab's geahnt« klang. Am liebsten hätte Itachi seine Worte laut gesagt, aber sie schwiegen beide. Itachi starrte den kleinen Ring an seinem Finger an und sah dann zu der jungen Frau vor sich, die nach seiner Hand gegriffen hatte. »Ich werde dir eine gute Ehefrau sein, Itachi, das verspreche ich dir«, flüsterte sie leise und strahlte von einem Ohr zum anderen. Unsicher nickte Itachi. Am liebsten wäre er nur noch geflohen. Das musste ein Albtraum sein. Warum konnte ihn denn nicht endlich jemand wecken? Das wünschte sich auch Madara und das junge Mädchen vor ihm wohl ebenfalls, denn sie traute sich nicht einmal, ihn anzusehen, nuschelte dann aber irgendwann leise, »Wir werden uns wohl schon irgendwann aneinander gewöhnen, oder?« Schnell nickte Madara, auch wenn er genau spürte, wie ängstlich das Mädchen war. Selbst ihren Namen hatte er irgendwie schon wieder vergessen. Auch wenn er sie schon ein paar Mal gesehen hatte. Wenn er sich richtig erinnerte, dann war sie irgendeine Großcousine oder noch weiter mit ihm verwandt. Alles, was sicher war, war die Tatsache, dass sie beide Uchiha waren. In dieser Familie heiratete man niemanden von außerhalb, sondern die Ehen wurden grundsätzlich nur innerhalb des Clans geschlossen, damit das Blut nicht verunreinigt wurde und man das Sharingan weitervererbte. Manchmal fand Madara das extrem albern, aber es gab wirklich niemanden, der nicht von Geburt auf an schon ein Uchiha gewesen wäre in dieser Familie. Und die Kinder wurden meist schon nur Stunden nach der Geburt miteinander verlobt, oder zumindest wurden ihre Zukunft schon dort bestimmt. Dabei wurde natürlich peinlichst genau darauf geachtet, dass Inzest in näherer Verwandtschaft vermieden wurde. Aber Cousinen durfte man ja schon wieder heiraten, und da sie nicht gerade wenige in der Familie waren, fanden sich schon immer weit genug voneinander entfernte Paare, die heiraten konnten. Itachi kannte das Mädchen vor sich da schon besser, denn sie war sowas wie seine Stalkerin. Wo immer er war, konnte er sich sicher sein, dass sie zufällig auch da auftauchte. Und sie suchte Körperkontakt, wann immer sie konnte.
Natürlich hatte Itachi immer damit gerechnet, dass er irgendwann innerhalb seiner Familie heiraten musste, aber dass es ausgerechnet diese Frau sein musste. Und dass es schon jetzt sein musste, immerhin war er gerade mal 21 Jahre alt. Und da konnte man doch noch warten. Madara war 23 und da war eine Eheschließung schon eher vorherzusehen gewesen. Hätte man bei ihm aber nicht auch noch 2, 3 Jahre warten können? Nein, man musste ja unbedingt auf seine dämliche Doppelhochzeit bestehen. Wie Itachi seine Familienzugehörigkeit manchmal doch hasste. Fugaku räusperte sich ein wenig und sah die Anwesenden an. Die meisten strahlten, und dass die beiden Bräutigame jetzt nicht begeistert aussahen, überging er einfach. Irgendwann würden sie sich schon an ihre Frauen gewöhnen. Immerhin hatte er Mikoto auch lieben gelernt. Sie waren sich genauso versprochen worden, und sie hatten gelernt, sich zu lieben und sich zu respektieren. Seiner Meinung nach wurde Liebe sowieso überbewertet. Man musste sich nicht lieben, um zusammenzuleben und Kinder in die Welt zu setzen, und darauf kam es an. Kinder mit dem Sharingan zu zeugen und sie gesund aufzuziehen. Darum ging es in dieser Familie und nicht um irgendwelche romantischen Gefühle. Er lächelte zufrieden, da sich Madara und Itachi beide in ihr Schicksal ergaben. Gut, dann wird in einer Woche die Hochzeit stattfinden und die Vorbereitungen werden ab sofort getroffen. Bereitet euch bitte gut darauf vor und jetzt geht. Ruhig drehte sich Fugaku um und ließ die anderen einfach stehen. Für ihn war die Sache geklärt und in ein paar Wochen würden sein Neffe und sein Sohn verheiratet sein. Der kleine Raum leerte sich ziemlich schnell und Sasuke blieb allein mit Izuna zurück. Die beiden standen unter Schock und Izuna knabberte sich an der Unterlippe herum. »Was machen wir denn jetzt?« flüsterte Sasuke und sah hilfesuchend zu seinem gleichaltrigen Cousin. Der zuckte jedoch nur mit den Schultern, denn ihm fiel nicht ein, was ein 17-Jähriger gegen die geplante Hochzeit seines Bruders machen konnte. Erschöpft ließ sich Sasuke auf den Boden sinken und lehnte sich zurück. Als wäre das alles nicht nur schon kompliziert genug, müssen die beiden jetzt auch noch heiraten. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen diese Hochzeit irgendwie verhindern, flüsterte Sasuke leise und rieb sich die Schläfe. Vor einem Jahr hatte er sich eingestehen müssen, dass er sich total in seinen Bruder verknallt hatte. Immer wenn die beiden alleine waren, hatte Sasuke versucht, Körperkontakt zu Itachi aufzubauen. Und er war irgendwie auch immer in seiner Nähe. Sein Herz hatte wie verrückt geschlagen und am liebsten hätte er sich einfach nur in seine Arme gekuschelt. Mal ganz davon abgesehen, wie sehr er sich danach sehnte, ihn zu küssen. Irgendwann war Izuna aufgefallen, dass irgendwas mit Sasuke nicht stimmte, der immer mehr abgenommen hatte zu der Zeit und noch blasser wurde, als er früher schon war. Also hatte Izuna irgendwann so lange auf ihn eingeredet, bis Sasuke zusammengebrochen war. Die beiden waren die besten Freunde und Izuna hatte seinem Cousin einfach nur ruhig und komplett unbeteiligt zugehört. Er wusste schon viel länger, dass er seinen eigenen Bruder liebte, aber er hatte das immer für sich behalten und mit niemandem darüber gesprochen. Aber als Sasuke ihm dann alles erzählt hatte, wie sehr er unter der Liebe zu seinem Bruder litt, da hatte auch er die Wahrheit gesagt. Im ersten Moment war Sasuke komplett durcheinander gewesen, aber dann war er regelrecht erleichtert gewesen, dass es Izuna genauso ging. Seitdem versuchten die beiden verzweifelt an ihre Geschwister heranzukommen, so gut es ging. Aber so einfach war das immerhin gar nicht. Schließlich ging es hier um die Liebe zu ihren eigenen Brüdern. Als würde es nicht reichen, dass sie schwul waren, nein, sie mussten sich auch noch in ihre eigenen Brüder verlieben. Schlimmer hätte es doch eigentlich gar nicht kommen können. Izuna ließ sich neben Sasuke auf den Boden fallen und schüttelte den Kopf. Irgendwas müssen wir machen können. Wir müssen diese Hochzeit verhindern, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie. Ich sehe jedenfalls nicht zu, wie Madara dieses Weißstück da heiratet, meinte er entschlossen und Sasuke sah zu ihm. Meinst du, wir kriegen das irgendwie hin? Murmelte er leise, denn er konnte Izunas Euphorie nicht so wirklich teilen. Er hatte viel mehr Angst, dass rauskommen würde, was er für seinen Bruder empfand. Was würden denn die beiden dann tun? Itachi würde ihn verachten und niemals wieder ansehen, da war sich Sasuke sicher. Aber zusehen, wie er diese Frau heiratete, die sowieso schon immer wie ein Psychopath hinter ihm herrannte, konnte er auch nicht. Hast du einen Plan? Fragte Sasuke und setzte sich wieder auf. Izuna hatte schon angestrengt die Stirn in Falten gelegt und er versuchte herauszufinden, was er machen konnte. Doch er zuckte unsicher mit den Schultern. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen diese Hochzeit sabotieren, komme was wolle. Egal, was dabei rauskommt, irgendwie müssen wir verhindern, dass unsere Brüder heiraten.
auch wenn dabei rauskommt, was wir fühlen. Er streckte Sasuke die Hand hin und er zögerte einen Moment, griff dann aber nach Hisunas Hand und nickte. Gut. Komme, was wolle. Unsere Brüder werden nicht heiraten. Damit waren sich die beiden einig und grinsend fingen sie an zu überlegen, wie man Itachis und Madaras Hochzeit am besten verhindern könnte. Sie würden kämpfen, auch wenn sie Gefahr liefen, für immer aus der Familie ausgeschlossen zu werden. Alles war besser, als hilflos zusehen zu müssen, wie die Männer, die sie liebten, vollkommen fremde Mädchen heirateten.